Die SG Dynamo Schwerin hat eine neue Heimstätte im Sportpark Lankow. Am 22. April wurde der Rasenplatz offiziell eröffnet. Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier und Schwerins Stadtpräsident Sebastian Ehlers hatten die Ehre des ersten Anspiels. Es ist ja im Prinzip schon 12 Jahre her, dass die Stadtvertretung in der Fußballkonzeption gesagt hat, wir wollen den Fußballsport in Schwerin hier am Standort Lankow zentralisieren, dass wir zusammenführen. Und jetzt hat hier die SG Dynamo Schwerin eine neue Heimspielstätte, einen Heimsportplatz und kann hier quasi auf einem neuen, super funktionalen Sportfeld ihre Heimspiele austragen. Die Ausstattung der neuen SG Dynamo Schwerin Heimstätte umfasst eine Stehtribüne, einen Parkplatz, moderne Flutlichtanlagen und ein Entwässerungssystem. Der Platz wurde gemeinsam von Verein und Stadtplanern entworfen. Ja, auch in Zusammenarbeit mit Leuten von uns, die da auch, ich sage einfach mal, die Erfahrung mitgebracht haben, wie man sowas gestalten kann, eingebracht wurde. Der neue Komplex im Sportpark Lankow soll noch weiter ausgebaut werden. Es wird hier in dem Bereich jetzt Stehtribüne zum Beispiel eine komplette Überdachung von 100 Metern erfolgen, wo 625 Zuschauer Platz finden werden. Es wird ein Funktionsgebäude von 60 Metern zwischen dem Trainingsplatz und dem Hauptplatz entstehen. Und wir wollen wirklich unseren Fans, unseren Zuschauern, unseren Sponsoren, unseren Befürwortern einfach alles erdenklich Mögliche bieten, damit sie sich hier auch wohlfühlen können und dass der Weggang von der Paulsee eben als, ich sage einfach mal, so leicht wie möglich gemacht wird. Die SG Dynamo hatte bisher auf der Paulshöhe gespielt. Nach einer Entscheidung der Stadtvertretung und vielen Diskussionen mit dem Verein konnte man sich auf den neuen Standort auf dem Sportpark Lankow einigen. Irgendwo möchte man irgendwann mal Oberliga spielen, ne, dass man einfach gute Derbys hat, ja, und wo es dann nachher noch hingehen sollte, sage ich jetzt mal, oder kann, das sollte sportlich bestimmt werden dann, ne? Die SG Dynamo Schwerin hat auf alle Fälle ehrgeizige Ziele. TV Schwerin hält sie auf dem Laufenden und wünscht dem Verein auf dem neuen Spielfeld viele sportliche Erfolge.